So, jetzt melde ich mich mit der versprochenen Uhr von gestern zurück. Ja, viel sieht man da jetzt erstmal nicht, ne? Es liegt auch daran, dass das Uhrwerk momentan ausgebaut ist. Der ein oder andere Kenner mag vielleicht schon erahnen, um welches Stück es hier sich handelt. Diese Uhr ist von Hiller gebaut worden, 1912, wenn ich mich recht erinnere. Hat erst einmal ein einfaches Gehwerk. Dieses Gehwerk ist von Gustav Becker und hat einen Unruhgang. So schaut dieses Gehwerk aus. Hier oben ist die Unruh eingekapselt. Und wenn man sich das von hinten anschaut, wird einem sofort diese riesige Schnecke ins Auge fallen. Da komme ich gleich zu. Diese Schnecke kann man leider recht schwer sehen, hat verschiedene Abstufungen, ähnlich wie eine Stundenstaffel. Und ja, alle halbe Stunde wird dieser Hebel quasi nach oben gedrückt und dann wieder fallen gelassen. Wie gesagt, das Uhrwerk ist von Gustav Becker, die ganze Uhr ist von Hiller gebaut worden. Und ja, ist dort verbaut. Ich drehe das ganze Gehäuse einmal um. Kann man einmal von hinten reinschauen. Ja, jetzt wird einem im zweiten Blick natürlich auffallen, wir haben hier unten ja Löcher. Das Uhrwerk ist aber etwas klein. Ja, das Uhrwerk ist auch klein. Das sitzt hier oben und ist nicht nur hier vorne festgeschraubt, sondern auch mehr oder weniger hier. Aber da ist noch was dazwischen. Jetzt drehe ich das Gehäuse mal auf die Seite. Dann fällt einem da auf, da ist ein Loch drin. Dieses Loch ist für eine Aufzugskurbel. Und wenn ich das Gehäuse einmal kurz schief lege, damit man quasi von oben drauf schauen kann, dann sieht man hier Löcher. Ja, dann ist hier noch ein kleiner Knopf drin. Mit diesem Knopf kann man quasi diesen Hebel, der an dem Uhrwerk dran ist und alle halbe Stunde ausgelöst wird, mehr oder weniger manuell auslösen. Und auf der anderen Seite findet man einen kleinen Knauf, auf dem steht einmal ein und aus, beziehungsweise on und off. Ja, worum handelt es sich hier? Dazu, um das Rätsel jetzt zu lösen, werde ich das Teil holen, welches dort jetzt drin verbaut ist, neben dem Uhrwerk. Das ist dieses schöne Teil. Ja, das Ganze ist die sprechende Uhr von Hiller, 1912 gebaut. Und diese Uhr ist dahingehend besonders, dass sie eine Zeitansage hat. Statt einem Gong, der alle halbe Stunde ausgelöst wird, wird hier ein Grammophonmechanismus ausgelöst, der die Uhrzeit ansagen lässt. Das passiert alle halbe Stunde. Oder wenn man eben den Knopf oben auf der Oberseite des Gehäuses manuell drückt und auslöst, dann kann man sich auch die jeweils vergangene Viertelstunde abspielen lassen. Ja, wie gesagt, die Kurbel wird hier aufgesteckt und aufgeschraubt. Das ist diese hier. Diese Kurbel kann man hier aufschrauben. Ich das da einmal aufgesteckt bekomme. So, jetzt. Dann kann man hier dran eben das Laufwerk aufziehen von dem Grammophonmechanismus. Ja, nun, ich habe das Ganze mal etwas umrissen von der vom Ablauf der Mechanik her. Es ist so, normalerweise ist hier ein Celluloid-Band drin. Dieses Band habe ich hier auch. Das ist das Originalband, das Original-Celluloid-Band. Leider ist es hier gebrochen.
nicht komplett durchgerissen, aber eingerissen, so dass die Nadel hier immer hängen bleiben würde. Ich habe das Ganze jetzt mal mit einem Klebeband hier hinten stabilisiert, dass es nicht ganz durchreißt. Ja, daran hapert es momentan leider. Es ist zwar hier oben auch aufgebrochen, wo es als Endlosband mehr oder weniger zusammengenietet ist. Das wäre jetzt nicht so das Drama gewesen. Aber das Problem ist diese Stelle hier. Ich habe mir auch schon was überlegt, aber das wird ein längerwieriges Projekt werden, dieses Celluloidband wieder herzustellen. Aber zumindest einmal die Mechanik möchte ich euch zeigen. Genau, vom Funktionsablauf her. Hier ist wie gesagt dieses Celluloidband drin. Das läuft von hier, von der Trommel, nach unten, über diese Rolle, über diese zweite Rolle. Entschuldigung, falsch gedacht. Es läuft von hier, von der Trommel, nach unten, dann einmal über diese Rolle, dann einmal von hinten, über diese Rolle nach unten, über diese Rolle einmal hier unten durch und auf der anderen Seite hier wieder auf die Trommel hoch. Der Mechanismus, der in Gang gesetzt wird, also dieser Hebel, diese Hebel sind momentan leider noch sehr verharzt, der ist hiermit verbunden und würde quasi hier, sieht man einen kleinen Stift hier oben auf dem Fliehkraftregler. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich gehe mal ein bisschen näher hin. Dann sollte man es erkennen. So. So. Hier, dieser kleine Stift hier oben arretiert hier normalerweise den Fliehkraftregler an diesen Hebeln und eben über das Uhrwerk oder den Hebel oben, den Knopf, wird der Fliehkraftregler freigegeben. Ja, normalerweise sitzt hier noch ein Rad, das dort eingreift. Das ist dieses Rad hier. Das ist aus Hartpapier hergestellt. Das Problem ist nur, dass hier drei Zähne angebrochen sind, sag ich mal. Das heißt, ich werde dieses Rad neu anfertigen müssen. Sollte jetzt aber nicht so das Drama sein. Ja, dann, was haben wir noch alles? Auf der anderen Seite haben wir hier diese Schnecke, die zusammen mit dem, mit diesem Teil hier oben, mit diesem Hebel, dafür sorgt, dass der Trichter hier auf die entsprechende Rille bewegt wird, auf der sich die entsprechende Zeitansage befindet. Wir haben nämlich auf diesem Celluloidband 48 Rillen drauf mit der entsprechenden Uhrzeit in den 15 Minuten Abschnitten. Und je nachdem, welche Uhrzeit eben ist, wird der Tonkopf hier bewegt auf die entsprechende Rille. Dann wird die Schalldose abgesenkt. Das Band, das Ding läuft dann los, beziehungsweise es läuft schon vorher los, weil irgendwie muss das ganze Teil ja bewegt werden, setzt sich dann aber schnell genug auf die entsprechende Rille nieder, die Uhrzeit wird abgespielt, die Schalldose wird wieder angehoben und das Laufwerk stoppt. Ja, das war's im Grunde eigentlich schon. Schaut vielleicht etwas kompliziert aus, aber wenn man sich mal ein bisschen mit dem Funktionsablauf beschäftigt hat, wie was ineinander greift, ist es eigentlich recht simpel gehalten. Wäre es eben zum Beispiel eine Schallplatte oder dergleichen, könnte man es leichter herstellen oder auch herstellen lassen. Dadurch, dass es aber eben dieses Celluloidband ist, ja, ist es etwas knifflig, da jetzt ein neues zu machen. Meine Idee war, dass ich die Zeitansage digital habe, dann hier oben auf den Trichter einen Lautsprecher aufsetze, mit dem ich dies dann abspielen kann, was über den Trichter wiederum auf die Nadel gegeben wird und dann lege ich hier ein Aluminiumband ein, auf welches dann die entsprechende, auf die ich dann eben entsprechend die 48 Male diese Viertelstunden
eingravieren lasse durch diesen Lautsprecher bzw. die Nadel, die da hier drin ist. Damit hätte ich quasi eine Aluminiummatrize, mit der man dann ein Kunststoffband bepressen könnte. Ich werde aber zuerst mal versuchen, ob man nicht vielleicht einfach auf ein Kunststoffband das dann direkt ebenso in dem entsprechenden Verfahren eingravieren lassen könnte. Muss ich mal gucken, muss ja ein bisschen experimentieren. Vorher muss aber erstmal das Uhrwerk wieder laufen und das Laufwerk, weil ohne das ist es sowieso sinnlos. Ja, ich werde jetzt im Anschluss noch ein Video reinpacken, wo ich einmal dieses Celluloidband per Hand von oben nach unten unter der Nadel durchführe, damit man einmal hört, wie sich diese Zeitansage ungefähr angehört hat. Man kann es ganz gut erkennen, vielleicht mal die Lautstärke ein bisschen dann hochdrehen, wenn der Abschnitt jetzt gleich kommt. Aber ja, wie gesagt, man kann es erkennen. Es ist so diese typische, sag ich mal, 20er Jahre Reporterstimme, die man überall in den ganzen alten Dokumentationen oder auch den Propagandafilmen aus der NS-Zeit hört. Also anscheinend hatten die da immer dieselbe Person. Da hatten sie natürlich nicht. Also damals gab es halt eine richtige Sprecherausbildung, damit man mit dem begrenzten Frequenzgang, den man damals in der Tonaufzeichnung zur Verfügung hatte, doch deutliche Sprache rüberbringen konnte. Ja. Wie gesagt, ich packe jetzt die Aufnahme noch hinten dran. Und wenn es was Neues gibt, werdet ihr es erfahren zu dieser Uhr. Bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal. Servus, euer Phalos.